Hi Leute, hier ist wieder Christian und in diesem Video möchte ich dir mit dem Berliner Unternehmen Everphone ein Startup vorstellen, das für dich sehr interessant sein dürfte, wenn du auf der Suche nach einem schnellen und vor allem unkomplizierten Problemlöser bist. Diese Probleme betreffen natürlich nicht dich in Person, sondern vielmehr dein Smartphone. Nämlich immer genau dann, wenn du es mal verloren hast, wenn es einen Defekt aufweisen sollte oder auch einfach nur zu alt ist. Und genau diesem Problem widmet sich Everphone mit seinem Service, den ich dir in den nächsten Minuten etwas genauer vorstellen möchte. An dieser Stelle erfolgt noch der Hinweis, dass es sich hierbei um Werbung für das Unternehmen Everphone handelt, die entsprechend im Video durch mich gekennzeichnet wurde. Ihr habt also Probleme mit eurem Smartphone oder seid einfach nur mit eurem jetzigen Modell unzufrieden? Dann könnte Everphone für euch die richtige Wahl sein, denn das Startup deckt drei große Themenbereiche ab. Zum einen ist es euer Helfer, wenn euer Smartphone mal defekt sein sollte, wenn ihr es mal zum Beispiel habt fallen lassen oder es auf einen unfreiwilligen Tauchgang gegangen ist. Dabei spielt es auch keine Rolle, wie der Defekt aufgetreten ist. In diesem Fall habt ihr die Möglichkeit, ein baugleiches Smartphone anzufordern, was am selben Tag durch Everphone noch auf die Reise geschickt wird. Anschließend habt ihr in den kommenden zwei Wochen Zeit, eure Daten zu übertragen und euer defektes Gerät einzuschicken. Eine zweite Alternative besteht darin, das Smartphone direkt vor Ort reparieren zu lassen, sei es zu Hause, in deinem Büro oder in einem Café. In diesem Fall wird durch Everphone ein Techniker verständigt, der dich dann aufsucht. Bei der dritten Alternative könnt ihr ein Upgrade eures defekten Smartphones vornehmen lassen. In diesem Fall wird der Zeitwert eures defekten Gerätes mit dem neuen Smartphone verrechnet, worauf ich später aber nochmals zu sprechen kommen werde. Der zweite große Bereich betrifft den Verlust bzw. Diebstahl eures Smartphones. Nehmen wir mal an, ihr habt euer liebstes Stück irgendwo liegen lassen oder Langfinger haben es sich angeeignet. In diesem Falle bekommst du sofort über Everphone für 30 Tage ein Leihgerät und hast in diesem Zeitraum Zeit, dich nach einem neuen Smartphone umzuschauen. Falls dir das neue Smartphone, also dieses Leihgerät, allerdings doch sehr gut gefallen sollte, hast du auch die Möglichkeit, es zu einem vergünstigten Preis von Everphone abzukaufen. Im dritten Part geht es um das sogenannte Smartphone Upgrade. Hier kannst du dein altes Gerät gegen ein neues Smartphone eintauschen und muss dafür lediglich den Differenzbetrag zwischen deinem alten und neuen Smartphone zahlen. Der Betrag hängt natürlich davon ab, welches Smartphone du gerade besitzt und welches du dein eigen nennen möchtest. Dazu hat Everphone einen Upgrade-Rechner eingerichtet, der dir schnell entsprechende Zahlen ausspuckt. Für ein Upgrade von einem Samsung Galaxy S5 auf ein Galaxy S7 würdest du zum Beispiel rund 280 Euro zahlen. Im Grunde genommen sind das schon die drei großen Bereiche, die Everphone abdeckt. Smartphone-Upgrades, Leihgeräte und die Möglichkeit, sein defektes Smartphone gegen ein intaktes zu tauschen. Auch wenn das Unternehmen auf seinen Seiten einen ausführlichen Hilfebereich eingerichtet hat, möchte ich hier noch auf zwei wichtige Punkte eingehen. Natürlich fragt ihr euch erst einmal, was das kostet und ob man sich mit jedem Smartphone anmelden kann. Aktuell, also mit Stand Februar 2017, ist es so, dass ihr euch bei Everphone anmelden könnt, wenn ihr ein Samsung oder Apple Smartphone besitzt. Darunter fallen zum Beispiel ein iPhone 4, Galaxy S2, aber natürlich auch neuere Geräte wie Galaxy S7 Edge oder iPhone 7. Sollte das zutreffend sein, könnt ihr euren Tarif bestimmen. Hier gibt es aktuell zwei Optionen, den Silber- und Goldtarif, die unterschiedlich viel kosten und sich dabei auch in den Leistungen unterscheiden. Der Silbertarif kostet monatlich 3,99 Euro und beinhaltet die Möglichkeit, einmal pro Jahr ein Leihgerät zu bekommen, so zum Beispiel bei einem Verlust. Solltet ihr euer defektes Smartphone eintauschen wollen, so wird euch für diesen Service einmalig ein Betrag von 19 Euro in Rechnung gestellt. Der Zustand des neuen Smartphones, also genau das, was ihr erhaltet, wird von Everphone als gut bezeichnet, wobei, egal in welchem Tarif, die Displays immer in einem sehr guten Zustand sind. Auch könnt ihr in diesem Tarif Upgrades durchführen, um so von einem alten iPhone 5 auf ein neues iPhone 7 Plus zu wechseln. Der Goldtarif beinhaltet für 5,99 Euro monatlich die gleichen Key-Features, allerdings erhaltet ihr im Schadensfall ein Smartphone in einem sehr guten Zustand, habt zweimal die Möglichkeit, ein Leihgerät anzufordern und bekommt auch hinsichtlich der Farbe ein identisches Modell geliefert, habt also eine Farbgarantie. Auch hier müsst ihr beachten, dass im Schadensfall einmalig 19 Euro gezahlt werden müssen. Für euch werden weitere wichtige Fragen sein, ob man sich auch schon mit einem defekten Smartphone anmelden kann und wie der Mitgliedsbeitrag abgerechnet wird. Es ist durchaus möglich, sich mit einem defekten Smartphone anzumelden, jedoch solltet ihr hier beachten, dass Everphone dafür eine Gebühr erhebt und anschließend euer defektes Smartphone sofort austauscht. Auf den eigentlichen Reparaturpreis wird euch ein Rabatt von 33% gewährt. Der Mitgliedsbeitrag wird durch Everphone immer jährlich in Rechnung gestellt bzw. kann durch euch überwiesen werden. Die Mitgliedschaft erläuft dabei immer ein Jahr und kann mit einer Kündigungsfrist von gerade einmal einem Tag zum Vertragsende gekündigt werden. Bei Nichtkündigung verlängert er sich automatisch um ein weiteres Jahr.
Und damit endet auch schon mein Video mit einer kurzen Vorstellung von Everphone, meiner Meinung nach mit einem echt tollen Service. In der Beschreibung habe ich euch nochmals die Webseite verlinkt, wobei ihr bei Anmeldung über diesen Link und Benutzung meines Codes direkt 20 Credits geschenkt bekommt, die wiederum bei einem Upgrade einen Cashwert von 20 Euro haben. Ich bedanke mich auch in diesem Fall wieder, dass ihr eingeschaltet habt und würde mich natürlich auch freuen, wenn wir uns bei den zukünftigen Videos wiedersehen. Bis dahin, macht's gut und ciao!